Willkommen zum großen Vergleich der Apple Watch mit der Garmin Forerunner 965. Aber ich glaube, dass dieser Vergleich nicht nur genau diese zwei Modelle miteinander vergleichen wird, sondern auch allen helfen wird, die vielleicht schon eine Apple Watch haben und überlegen, auf eine Garmin umzusteigen, die überlegen, sich beides zu kaufen oder die eine Garmin haben und sagen, will ich lieber eine Apple Watch? Wo sind die Vor- und Nachteile? Ich habe mir die Apple Watch 2 damals geholt. Also ich habe nochmal geguckt, die kam 2016 raus, die habe ich mir so 2016, 2017 geholt. Bin dann auf die Apple Watch Series 5 umgestiegen und habe die bisher getragen, bis vor ungefähr 4 bis 5 Wochen. Und war auch immer recht zufrieden mit der Apple Watch. Vor allem im letzten Jahr hat sich die Apple Watch super weiterentwickelt. Also mit der, was ist das, iOS 9 oder OS Watch 9 ist sehr, sehr viel passiert und die Apple Watch ist noch mehr zur Sportuhr geworden. Ich mache aber wirklich viel Sport und gerne Sport und hatte schon immer mal ein Auge auf die Garmin Watch geworfen und habe jetzt gesagt, okay, jetzt hole ich mir mal die Garmin Forerunner 965. Und für alle, die einen schnellen Vergleich suchen, sucht euch ganz schnell einen anderen YouTuber. Das Video wird lang und ausführlich und wir gehen detailliert auf viele einzelne Punkte ein. Ich habe das mal mir grob in meinem Skript aufgeteilt zwischen Smartwatch-Vergleich, zwischen Musik und am Ende geht es in den Sportvergleich. Das sind so die drei großen Kategorien, die wir uns jetzt im Folgenden anschauen werden. Jetzt kann man erstmal sagen, sind denn die Apple Watch und die Garmin-Uhren eigentlich Konkurrenten? Genauso wie man sagen kann, ist ein Porsche und ein VW-Bus eine Konkurrenz? Auf der einen Seite natürlich nicht, das eine ist ein Bus und das andere ist ein Sportwagen. Aber am Ende, in der Regel, hat man irgendwie in der Garage Platz für ein bis zwei Autos und auch im Portemonnaie und da muss man sich für eins entscheiden. Und genauso ist es hier bei diesen Uhren. Die Apple Watch ist eine hundertprozentige Smartwatch. Und die Garmin-Uhr ist eigentlich eine Sportuhr, die aber auch immer smarter wird. Die Apple Watch ist eine Smartwatch, die immer mehr zur Sportuhr wird. Das heißt, wir haben hier eigentlich zwei Welten, die sich in manchen Bereichen treffen und in anderen ganz weit auseinandergehen. Und da muss man für sich halt schauen, was will man jetzt machen. Also natürlich kann man auch sagen, ja, tagsüber trage ich meine Apple Watch und nur bei Sporteinheiten trage ich meine Garmin-Uhr. Kann man machen. Muss man halt das doppelte Geld bezahlen, aber ist natürlich möglich. Ich habe gesagt, nee, ich möchte nur eine Uhr tragen. Also ich habe jetzt die Apple Watch seitdem auch nicht mehr getragen. Die möchte ich jetzt irgendwann mal verkaufen, aber ich wollte erstmal das Video hier produzieren. Was an der Garmin Watch für mich der allergrößte Unterschied ist oder der größte Punkt ist, ist die Akkuleistung. Also meine Apple Watch, die ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter. Das ist die 5er Generation, wir sind jetzt bei der 9er. Die hat am Ende nicht mal mehr einen Arbeitstag gehalten. Also wenn ich die morgens um 7 angemacht oder umgemacht habe und ich abends noch beim Sport war, war die dann meistens irgendwie, sagen wir mal so, gegen 19 Uhr hat sie dann den Geist aufgegeben. Und das hat mich dann zum Ende hin richtig geärgert, sodass ich gesagt habe, okay, Fabian, du brauchst jetzt eine neue Uhr, weil das funktioniert so nicht mehr. Es ist viel zu nervig, irgendeine neue Uhr muss her, entweder jetzt eine Apple Watch oder eine Garmin-Uhr, irgendwas brauche ich, weil das habe ich nicht mehr ausgehalten. Wenn man jetzt natürlich eine Apple Watch Ultra nutzt, ich glaube auch tatsächlich, der Vergleich ist ein bisschen schwer, weil also diese Uhr liegt, glaube ich, so bei um die 600 Euro, 5 bis 6, ja, ich glaube 600 Euro ungefähr. Es gibt nämlich immer mal wieder Angebote, dass sie günstiger ist. Ich glaube, ich habe 550 ungefähr bezahlt. Die Apple Watch Series 9 beginnt bei 450, dann gibt es noch die SE, aber das klammern wir hier mal aus. Und die Apple Watch Ultra 1 und 2, die liegen so bei 800 bis 1000 Euro, also geht es auch noch teurer, aber das ist so die Range, also die liegt irgendwo dazwischen. Jetzt gibt es auch von Garmin andere Uhren, die noch teurer und noch günstiger sind, aber vom Preis liegt sie zwischen diesen Uhren. Ich würde, glaube ich, in der Regel immer hier einfach mal den Vergleich ziehen zu der Apple Watch Ultra 2, weil wir dann auch, glaube ich, einen Vergleich haben, weil ich würde sagen, die meisten Leute, die dann sich das überlegen, gehen eher in Richtung Apple Watch Ultra. So eine Apple Watch Ultra, die hält natürlich ein bisschen länger. Also auch eine Series 9
Wenn man die jetzt neu hat, wird die auch locker den ganzen Tag aushalten und wahrscheinlich, wenn man die abends absetzt, wird die auch noch am nächsten Morgen ein bisschen halten und die Apple Watch Ultra wird wahrscheinlich auch 1,5 bis 2 Tage halten. Du kannst die Garmin-Uhr, genau wie die Apple Watch, in dem Always-On-Display und den Nicht-Always-On, also dass es halt, dunkel wird, einstellen. Ich habe die Apple Watch immer auf Always-On gehabt, hatte die Garmin-Uhr erstmal, bis sie leer war, auf dem normalen Modus. Und da hat sie nach 8 Tagen immer noch 10% Akku gehabt. Also unglaublich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich mal gespannt auf den Always-On-Display. Das habe ich seitdem auch an. Und da hat sie auch 6 Tage gehalten. Ich habe nicht gewartet, bis sie leer war. Sie hatte dann irgendwie noch 8 bis 10%. Aber sie hat halt fast eine ganze Woche gehalten. Und ich gucke jetzt nicht mehr drauf, so wie lange hält sie jetzt. Aber sie hält halt ein paar Tage. Und wenn ich dann sehe, ah, okay, ist jetzt bei 20% oder so. Was haben wir jetzt hier heute gerade? Heute ist sie bei 20%. Da sagt er, sie hält noch einen Tag. Also hält sie noch irgendwie 1, 2 Tage. Dann habe ich entspannt Zeit, sie einfach mal dann ranzumachen, wenn ich es machen möchte. Und das ist so ein himmelweiter Unterschied. Vor allem, wenn ich mal irgendwie übers Wochenende weg bin oder so, da muss ich mir nicht immer Gedanken machen, ob ich das Ladekabel dabei habe, sondern ich kann sie einfach ummachen und fertig. Das ist für mich der Punkt 1, der größte Unterschied. Darum habe ich das hier auch als erstes genannt. Der zweite große Unterschied, wenn wir auf diesen Smartwatch-Vergleich gehen, sind die Apps. Die Apple Watch hat unglaublich viele Apps. Also da gibt es sehr, sehr viel und es ist auch, ich kann es gar nicht richtig sagen, es ist eine richtige App. Also du kannst auf der Apple Watch in Klammern genau dasselbe machen wie auf dem iPhone. Es ist halt eine richtige Anwendung. Und bei Garmin gibt es auch diesen Store, diesen Garmin App Store, IQ irgendwas. Was ein Gammelding. Also wirklich, die Apps sind ein Graus. Ich glaube, weil die Apps auch einfach sehr eingeschränkt sind in dem, was sie damit tun können. Wahrscheinlich, weil die Display-Funktionen sehr eingeschränkt sind. Dann geht es auch darum, dass du keine In-App-Käufe in der Hinsicht machen kannst. Du kannst Apps kaufen, aber halt nicht über den App-Store von Garmin, den man natürlich auf das iPhone laden muss oder auf das Android-Gerät. Du musst dann quasi, du lädst dann die kostenlose Version herunter, gehst irgendwo ins Internet von diesem Anbieter und kaufst über irgendeinen Shady Store dann diese Apps. Ich habe das mit einer App gemacht, die mir nämlich so einen Timer anzeigt für meine Stretching-Übung, dass ich immer meine 30 Sekunden Übung ein paar Sekunden Pause machen kann. Ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Und jetzt fängt das Ding an, jede Woche immer zu sagen, ja, es ist gesperrt, du hast das Ding nicht gekauft. Und das kotzt mich jetzt schon an. Das ist wirklich richtig nervig. Und da ist natürlich die Apple Watch bei Weitem besser. Ich muss gestehen, ich habe nicht viele Apple Watch Apps benutzt, wirklich nicht viele. Aber das ist einfach ein Unterschied, also Welten. Allein schon diese Seconds heißt, glaube ich, die App, die ich immer nutze für meine Übungen. Viel, viel besser auf der Apple Watch, viel, viel angenehmer. Die Synchronisation ist besser. Da kann Garmin definitiv nochmal nachlegen. Aber es ist halt keine Smartwatch, es ist halt eine Sportuhr. Und da kann man wenigstens sagen, hey, es gibt wenigstens einen Store, man kann ein paar Sachen runterladen. Ich hatte ja zum Beispiel die Möglichkeit, mir so eine App runterzuladen, die mir diese Timer-Funktion auch in die Uhr bringt, was Garmin in der Form nicht liefert. Aber es ist halt unausgereift. Ein weiterer Punkt ist Apple Pay. Es gibt Garmin Pay und ich dachte so, ja, es gibt ja Garmin Pay, ist ja kein Problem. Ist ja egal, ob Apple Pay oder Garmin Pay nehme, verbinde ich halt meine App mit, meine Karte mit. Ne? Ich habe mehrere Karten. Ich sage jetzt nicht alle Anbieter, die ich habe, aber mehrere. Und dann so, ja, die Karte geht nicht, die Karte geht nicht, die Karte geht nicht, die Karte geht nicht. Denkst du, hä, bist du doof, Fabian? Was ist denn? Ich habe das mal gegoogelt. Ja, wie bei uns kann man die Commerzbank, die Comdirect Bank und 3 Banken, die kein Mensch auf der Welt kennt, miteinander verbinden. Top, Fabian. Hättest du mal vielleicht mal vorher googeln sollen, ob du für eine 600-Euro-Uhr, ob die auch deine Bank mit verbindet? Nein, das tut sie nicht, außer du bist Comdirect oder Commerzbankkunde. Was dann geklappt hat, ist, es gibt ja diesen Anbieter Revolut und ich habe bei Revolut ein Konto eröffnet, dafür musste ich mich verifizieren, das ging schnell, aber ich habe wieder irgendwo jetzt halt ein Konto eröffnet und dann kann ich mit Apple Pay, auch ohne Gebühren, Geld auf Revolut laden und dann habe ich Geld auf der bei Garmin Pay. Ich muss sagen, ich benutze
das auch eigentlich nur beim Bäcker. Also wenn ich mal laufen gehe, ich habe kein Handy, gar nichts dabei, dass ich einfach immer mal so 10 bis 20 Euro dabei habe, um mal schnell was zu kaufen. Keine Ahnung, dass ich irgendwie die Toilette zahlen kann oder mir mal beim Bäcker was holen kann oder mal schnell ein Getränk kaufen kann, dass ich halt nicht so ganz aufgeschmissen bin. Bei der Apple Watch, ja, da gibt es auch das Apple Pay. Ich habe aber meistens dann immer eh mein Handy benutzt. Aber es ist viel angenehmer, weil ich kann halt unendlich viel Geld mit ausgeben. Also wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund irgendwie 100 Euro ausgeben muss, dann wäre das auch möglich, weil es halt integriert ist. Und da ist Apple Pay schon viel, viel cooler. Ich habe mit einem Kumpel, dem habe ich das erzählt, und der meinte so, ja, wäre für ihn schon ein Killer, weil er immer nur mit der Apple Watch bezahlt. Von daher Garmin Pay eingeschränkt nutzbar. Man kann auch über Revolut richtig ein Konto verbinden, dann hat man da auch endlos viel Geld drauf. Aber das wollte ich jetzt natürlich nicht machen, geht aber. Ein weiterer Punkt ist, dass ich kein Siri, kein Alexa, irgendein Device da drauf habe, was ich ansprechen kann. Ich habe das Siri eigentlich immer nur benutzt, um einen Timer zu stellen. Ich muss gestehen, ich habe das nicht oft auf der Apple Watch benutzt, weil es auch super langsam ist und nicht so gut funktioniert. Dieses Gerät, die Garmin, hat kein Mikrofon. Das heißt, ich kann auch keinen Knopf drücken, ich kann das mit keinem Alexa oder Google, wie heißt das von Google nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. Mit dem Google-Ding nicht verbinden, hey Google oder so. Das funktioniert alles nicht und er wird mich ja am Ende auch nicht hören. Stört mich persönlich überhaupt nicht. Für andere ist das vielleicht wichtig. Was mich viel mehr stört, ist, es gibt halt kein Mikrofon da drin. Das heißt, erstens, du kannst zwar Anrufe annehmen, aber die gehen halt nicht auf die Uhr, sondern da nimmst du halt den Anruf am Telefon an, weil du kannst ja hier auch nichts erzählen. Und das Zweite ist, was eigentlich für mich der wichtigere Punkt ist, ich kann keine Sprachmemos aufnehmen. Und das habe ich tatsächlich sehr gerne gemacht. Wenn mir was eingefallen ist unterwegs, habe ich einfach schnell auf meine Apple Watch, habe ich genommen, habe ich reingelabert und dann hatte ich eine Sprachmemo. Und das geht leider nicht. Oder wenn mal gerade jemand angerufen hat, du hast dein Handy gerade nicht da irgendwie, also bist in der Wohnung, hast dein Handy gerade nicht bei dir liegen, jemand ruft an, dann kannst du mal schnell rangehen, ja Mama, was ist denn, ich rufe dich gleich zurück, ich bin hier auf der Apple Watch nur dran oder so. Das fände ich ein bisschen schade, aber mit der Sprachmemo-Funktion, das ist wirklich schade, da muss ich halt das Handy rausholen, aber ist für mich jetzt auch keine Entscheidung zu sagen, das schicke ich jetzt wieder zurück, ist einfach so, hätte ich gerne. kann ich aber nicht haben, weil es nicht mal ein Mikrofon gibt. Da habe ich natürlich auch wieder gleich eine schöne Brücke. Die Apple Watch und das iPhone sind ein Ökosystem und sie sind in Klammern eins. Also wenn ich auf dem iPhone was eintippe, sehe ich das auf der Apple Watch und auch von der Apple Watch kann ich Informationen in das iPhone geben. Also ich kann eine Sprachmemo machen, es wird in der iCloud gespeichert, ich kann einen Telefonanruf annehmen, ich kann telefonieren, ich kann mit iMessage etwas schreiben über die Watch. Also die sind miteinander verbunden und die Garmin-Uhr ist nur ein Empfangsgerät. Vorteil ist, sie kann wirklich alles Mögliche empfangen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich eine Push-Nachricht oder einen Anruf und so oder einen Kalendereintrag hier nicht bekomme. Aber ich kann nichts zurückgeben ans System. Das Einzige, was funktioniert ist, und das kann ich mal hier kurz mal anmachen, ist, ich kann mein iPhone suchen. Und das finde ich sogar geiler als bei der Apple Watch, weil das richtig laut ist. So, hier nochmal kurze Info. Ich hatte vorhin das Problem, dass die Garmin Connect App sich nicht verbunden hat mit der Uhr und dann konnte der irgendwie dann das Handy nicht mehr finden. Also wenn ich jetzt auf Telefon suchen gehe, dann sieht man und hört man das. Das ist die einzige Verbindung, die ich zu meinem iPhone am Ende habe. Das muss man einfach wissen. Mich stört es nicht. Es funktioniert. Was auch funktioniert, aber ein bisschen komplex ist, was bei der Apple Watch sehr geil ist, ich kann bei der Apple Watch jede App individuell einstellen, welche Push-Nachricht ankommt und welche nicht. Das kann ich wirklich detailliert anpassen. Das ist sehr, sehr cool. Und die Apple Watch übernimmt auch den Nicht-Stören-Modus oder den jeweiligen Modus, den ich aktiviert habe. Bei der Garmin kann man das einstellen über einen Trick. Und ich zeige das jetzt einmal. Wenn man ins iPhone geht und man auf die Einstellung geht, dann hat man ja den Punkt Mitteilungen. Und jetzt gehen wir mal auf eine App drauf. Und wenn wir hier das haben bei einer App, dann haben wir in der Mitte diesen Punkt
Mitteilungen. Das ist das, was man hier in dieser Mitteilungszentrale sieht. Und alles, was in dieser Mitteilungszentrale landet, das landet auch auf der Garmin als Push-Nachricht. Und jetzt kann man halt sagen, ich möchte das nicht in der Mitteilungszentrale sehen und dann wird es auch nicht auf der Garmin-Uhr angezeigt. Und auch wenn man den Nicht-Stören-Modus anmacht, dann kriegt man die Nachrichten auch nicht mehr auf die Apple Watch. Das finde ich ganz cool. Das funktioniert sehr gut. Es ist halt ein bisschen umständlich. Man hat es dann auch nicht mehr in der Mitteilungszentrale. Für mich der Vorteil, ich habe diese Mitteilungszentrale nie benutzt. Man kann es sich so konfigurieren. Ist ein Umweg von Garmin. Es funktioniert. Ich bin froh, dass ich es individuell einstellen kann, weil sonst hätte ich alles ausstellen müssen. Und ich möchte zumindest Anrufe hier drauf bekommen. Und ich finde es auch ganz schön, dass der Kalender sich einmal meldet, wenn ein neues Event ist. Eins der Top-Features in der Apple Watch, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist die Vibrationsfunktion. In der Apple Watch ist hier hinten quasi, sind kleine Magneten drin. Und wenn jetzt der Wecker geht oder jemand anruft, dann fangen diese Magneten an, sich quasi zu drehen und miteinander zu berühren. Und dann hat man dieses Vibrationsgefühl. Das Coole ist, Leute um dich rum hören das in der Regel nicht. Also natürlich, wenn du jetzt direkt an deinem Partner mit deiner Apple Watch schläfst und die Apple Watch geht an, klar hört der Partner das. Wenn du aber in einem Meeting sitzt mit 5 Leuten und die Uhr vibriert, dann hören die anderen das nicht, aber du kannst wenigstens mal kurz gucken. Das hier ist eine klassische Vibration, so wie alle Smartwatches auch von Google und so das haben, oder Huawei, wer auch immer diese ganzen Smartwatches rausbringt. Und das vibriert dann und das ist laut. Und das finde ich hier ein bisschen störend. Also da habe ich mich nach den 8 Jahren Apple Watch dran gewöhnt und das ist halt billig im Vergleich zur Apple Watch. Wahrscheinlich haben die darauf auch ein Patent und darum macht es keiner nach. Finde ich schade. Und was auch sehr schade ist, man kann die Vibration bei diesem Gerät, bei der Forerunner 965, nicht individuell anpassen, weil sie mir zu doll ist. Also lustigerweise passt sie sich selber je nach interner App manchmal an. Manchmal ist sie stärker, manchmal ist sie schwächer. Ich selber kann es aber nicht individuell einschalten. Ich habe es auch gegoogelt. Ich kann es nicht einstellen. Bei dieser Venue 2 oder 3 von Garmin kann man das machen, aber bei der Forerunner geht das leider nicht. Und einer hat auch im Internet geschrieben, er hat es deshalb wieder zurückgeschickt. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber man muss das einfach wissen. Wenn man hier jetzt mal so schaut, das hier ist das Display, ne? So, und das sieht jetzt halt aus wie eine normale Uhr. So. Und das habe ich mir eingestellt. Und auch bei der Apple Watch habe ich hier auch so ein klassisches, ja, danke. So ein klassisches Uhrenface. Ich war ja schon immer kein Fan von den Watchfaces von Apple. Also da dieses klassische, was ich euch gerade gezeigt habe, ist noch so mein Liebling. Die anderen fand ich auch alle nicht so schön. Wer jetzt ein Snoopy-Fan ist, ja, okay. Die Watchfaces bei Garmin sind halt richtig hässlich. Also die gefallen mir alle nicht. Die sind alle halt so sporty bunt, so wie die ganzen Laufschuhe immer alle so hässlich bunt sind. Also das ist wirklich das einzige Watchface hier, was mir gefallen hat, was halt so ein bisschen wie eine Uhr aussieht. Und das hat mir dann auch gefallen. Das konnte ich mir auch halbwegs modular einstellen. Also ich konnte mir hier dann die Tageszeit einstellen, wann der Sonnenaufgang ist, wie die Temperatur ist, wie die Uhrzeit ist. Das konnte ich mir alles einstellen. Da kannst du noch mehr einstellen. Aber das ist einfach nicht schön. Das muss ich zugeben. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich habe zum Glück eins gefunden, was mir gefällt. Auch die man dann über den Store runterladen kann. Auch mehr schlecht als recht. Man kann sie sich runterladen. Das geht zum Beispiel bei Apple nicht. Aber schön ist halt was anderes. Aber dann kauft man sich wahrscheinlich auch einfach eine richtige Uhr, wenn man halt was richtig Schönes haben will. Noch ein Punkt, bevor wir zum nächsten großen Thema kommen, ist das Kabel, das Ladekabel. Also wir haben hier so ein Kabel, was undefinierbar ist. Es will sich auch nicht verbinden. Doch, da sieht man es so. Es ist undefinierbar, was das ist. Das kann ich halt hier reinstecken. Das funktioniert auch einfach. Das geht. Ist halt dafür da, dass die Uhr halt wasserfest ist. Das ist halt die Lösung von Garmin.
Bei der Apple Watch wissen wir alle, da kommt halt hier ist ein Magnet und dann kommt das da drauf, wird das da drauf gepappt und dann lädt das auf. Finde ich bei der Apple Watch ein bisschen schöner gelöst. Da gibt es dann ja auch dann die Verbindung mit der Apple Watch, mit dem iPhone und so, dass man das dann alles an so einem Ständer aufladen kann. Das ist da ein bisschen schöner gelöst. Ja, dadurch, dass das Ding eh nur alle paar Tage aufgeladen werden muss, kann ich auch mit diesem Kabel leben. Hinten ist USB-C dran, was ich sehr gut finde. Ist in Ordnung. Am Ende muss man halt dafür sorgen, dass es wasserfest ist und das sind wahrscheinlich im Moment so die einzigen Lösungen. Ist mir schon bewusst, dass da kein USB-C-Gerät rein, also USB-C-Stecker rein kann, weil dann ist es halt nicht wasserfest. Aber nur noch mal als Info, dass es halt dieses komische Kabel gibt und kein Magnet. Magnet wäre ein bisschen schöner, ist nämlich von der Usability einfach ein bisschen angenehmer. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Musik. Musik ist natürlich immer wichtig, also für mich zumindest. Und was es erstmal gibt, ist, es gibt Apps für alle wichtigen Musikanbieter. Also ich glaube Spotify, Amazon Music, Deezer. Ich glaube, es sind so 5 Anbieter oder so. Was es nicht gibt, ist Apple Music. Also wenn du Apple Music nutzt, dann kannst du das meines Wissens nach nicht auf die Garmin Watch laden. Da gibt es keine Verknüpfung. Das ist, glaube ich, wichtig für Leute, die nur in dem Apple-Ökosystem unterwegs sind, dass man das nicht machen kann. Ich bin Spotify-User und hatte da keine Probleme mit. Und jetzt habe ich seit 8 Jahren die Apple Watch. Und Apple, ich hasse euch für eure scheiß Spotify-Integration. Also entweder liegt es an, also erst lag es ja angeblich an Apple, da hat Spotify sich immer beschwert. Dann hat Apple das aufgemacht und dann hat Spotify einfach weiterhin eine scheiß App geliefert, die bis heute einfach richtig scheiße ist. Und diese App für die Apple Watch, man kann irgendwie Musik offline verfügbar machen, aber entweder funktioniert es nicht, er aktualisiert sich nicht. Also wenn ich neue Songs hinzufüge, dann muss ich die ganze Liste wieder löschen und hinzufügen. Also das war so ein Pain in the ass, dass ich das so 2 Wochen probiert habe und dann für mich gesagt habe, nein, also Spotify, ihr habt da eine richtige Kacke produziert, ihr habt das nie gut gemacht, es hat nie richtig funktioniert, ich lasse es einfach sein. Dann habe ich hier die Garmin Watch, ey, und es funktioniert genauso, wie ich es mir vorstelle, es ist einfach perfekt, ich kann, er erkennt hier auf der Garmin Watch schon die Playlisten, die ich habe, die Songs, die ich viel höre, dann kann ich das auswählen, dann kann ich das runterladen, dann funktioniert das auch und es gibt hier auch einen Knopf, der heißt irgendwie Daten aktualisieren, das heißt, wenn ich meine Playlist aktualisiere, dann kann ich das einfach klicken, dann lädt er nur die neuen Songs runter, also wirklich, das ist genau das, was ich haben will. Und dann kann ich einfach loslaufen, wenn ich mal Lust habe, ohne iPhone, ohne Smartphone. Und ich habe alles dabei. GPS funktioniert, ich habe Spotify dabei, ich kann meine Kopfhörer verbinden. Also mehr will ich doch bei der Musik gar nicht. Ich mache das ja auch nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche. Aber wenn ich mal Lust habe, nur das mitzunehmen, dann funktioniert das. Und ich kann auch einfach eine einzelne Folge von einem Podcast mir runterladen. Was nicht geht, zumindest habe ich es nicht gefunden, dass ich das über die App einstellen kann, über die Garmin Connect App, auch nicht über die Spotify App oder so, das geht nicht, aber es geht alles über die Smartwatch und das ist einfach mega nice, das funktioniert und fertig und mehr möchte ich gar nicht. Also ich kann es auch nochmal hier kurz zeigen. Jetzt mal gucken, ob es funktioniert. Es gibt hier links diesen Knopf, den drücke ich ein bisschen länger und dann öffnet sich hier was. Also hier sieht er auch schon, was ich als letztes quasi mir runtergeladen habe. Dann kann ich hier, also man muss so ein bisschen gucken, dass man das findet. Dann habe ich hier die Bibliothek. Dann zeigt er hier, was ich hier alles habe. Und dann kann ich hier zum Beispiel Musik und Podcast hinzufügen, Downloads aktualisieren. Dann kann ich, glaube ich, hier draufklicken. Dann gehen wir mal zum Beispiel auf Playlisten. Dann lädt er die eine Sekunde. So, hier noch eine kleine Ergänzung. Ich hatte anscheinend das Problem, dass die Garmin Connect App sich nicht mehr mit der Uhr verbunden hatte. Darum konnte ich vorhin auch nicht das hören. Also konnte ich quasi die Uhr nicht orten oder das iPhone nicht orten. So jetzt, und ich konnte auch die Songs eben nicht anzeigen lassen. Aber hier sieht man das dann. Das eine Album da oben, Favoriten, das hatte ich hinzugefügt. Und das darunter, EDM, Party,
habe ich nicht hinzugefügt. Und dann könnte ich einfach draufklicken und dann lädt er das herunter. Was bei mir beim ersten Versuch ein bisschen schwierig war, war den Kopfhörer das erste Mal zu verbinden. Ich habe auch einen Moment gebraucht, um das zu finden, weil das nämlich in diesem Musikmenü ist und nicht in den, unter den Bluetooth-Verbindungen. Also das ist quasi woanders zugeordnet. Beim zweiten Kopfhörer, als ich dann das Menü wiedergefunden habe, das hat tatsächlich einen Moment gedauert, ging das Verbinden dann relativ schnell. Da habe ich dann zum Beispiel die Shox-Kopfhörer mit verbunden und das funktioniert, dann schließt man die an. Und ich fand es tatsächlich auch besser als bei der Apple Watch, da kann man auch die Kopfhörer verbinden. Das hat aber bei mir eher immer so schlecht als recht verbunden. Also auch gerade die Kombination Spotify offline hören und nur mit der Apple Watch Musik hören, das hat mich immer verrückt gemacht und das hat einfach fast nie funktioniert. Und hier hatte ich ohne Probleme, hat das immer funktioniert. Bevor wir jetzt genau auf die Details eingehen, die den Sportbereich betreffen, möchte ich nochmal auf die Umstellung von Apple Watch auf Garmin eingehen. Also alle, die schon eine Apple Watch haben und dann auf Garmin umsteigen wollen, bleibt dran. Alle, die das nicht gemacht haben oder nicht vorhaben, könnt ihr komplett überspringen. Also ich kam aus einer Apple-Welt, 8 Jahre lang Apple Watch, und habe mich an dieses System gewöhnt. Ich muss gestehen, ich mag das Apple Watch-System nicht. Also dieses mit diesen Bubbles und so, da konnte ich mich nie dran gewöhnen. Das hat mir nie so richtig gefallen und ja, es war einfach nicht schön. Also es hat mir nicht gefallen, aber ich wusste, wie es geht. Es war auch relativ simpel zu bedienen. Bei der Garmin-Uhr habe ich erstmal echt ein paar Tage gebraucht, um das System zu verstehen, weil es gibt diese ganzen Knöpfe. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Knöpfe plus halt das Display, aber das Display kann nichts, was die Knöpfe nicht auch können. Also die Knöpfe können auch viel, viel mehr. Und die Knöpfe kann man auch noch unterschiedlich lange drücken und dann haben sie wieder andere Funktionen. Und selbst jetzt noch, nach einigen Wochen, habe ich einfach das Problem, dass ich da manchmal sitze und denke so, ja, wie geht denn das jetzt eigentlich? Oder plötzlich entdecke ich noch was Neues und denke so, ah, okay, so funktioniert das. Und dann suche ich wieder was. Und dann, man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Und es gibt auch unterschiedliche Menüs. Also wenn wir jetzt mal anfangen, gibt es hier oben den Knopf, diesen das ist der wichtigste. Damit, wenn ich da draufklicke, dann komme ich sofort zu den Übungen. So, und dann kann ich da die verschiedenen Übungen auswählen. Und Punkt. So, dann gibt es aber auch einen Punkt, einen Knopf, das ist der hier unten. Wenn ich den drücke, dann, und den muss ich aber länger drücken, dann komme ich zur Musik. So, hier, das ist immer der Zurückknopf. So, wenn ich jetzt aber nur einmal entweder auf den Knopf oder auf den Knopf drücke, dann lande ich in dem anderen Menü, wo ich das Wetter sehe, meine Herzfrequenz, Termine, all diese Sachen. Also da kann ich ganz viele Sachen sehen. So, und dann gibt es hier oben noch einen Knopf. Wenn ich den einmal drücke, dann wird die Uhr quasi dunkel. Und wenn ich den länger drücke, dann lande ich in diesem Menü. Und dann gibt es noch ein Menü, und zwar wenn ich den mittleren länger drücke, dann lande ich im Einstellungsmenü. Da muss man sich dran gewöhnen. Es gibt bei Apple ja quasi nur ein Menü, dann hat man alles. Dadurch habe ich hier auch einfach viel mehr, was ich einstellen kann. Also ich finde, auch in der Apple Watch kann man nicht so viel einstellen. Man muss das meist über die App regeln. Und hier kann ich fast alles über die Garmin-Uhr steuern, aber halt nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und über die Garmin Connect App, finde ich, geht auch vieles nochmal einfach ein bisschen einfacher. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und was auch hinzukam, dadurch, dass ich halt die Apple Watch hatte und dann Sachen wieder so haben wollte wie vorher, ich mir auch die Displays vom Training anpassen wollte, da kommen wir gleich noch im Detail zu, habe ich locker 8 Stunden gebraucht, um die Uhr so zu haben, wie sie mir gefällt, sagen wir mal zu 90%. Jetzt sind immer noch mal Sachen, wo ich sage, ah, okay, das gefällt mir nicht, das muss ich nochmal anpassen. Aber ich habe wirklich lange gebraucht, um mir alles so anzupassen, wie ich das wollte. Das war einfach echt ein bisschen Aufwand. Da muss man sich für sich einplanen, dass man dann auch zufrieden ist und auch als Apple Watch User so quasi die Vorteile von beiden Welten in der Garmin-Uhr verbindet am Ende. Kommen wir zum Punkt Sport. Das interessiert wahrscheinlich die meisten.
Die Apple Watch, wie gesagt, habe ich jetzt seit 8 Jahren benutzt, bin ich mit Halbmarathons gelaufen. Und dabei bin ich sogar auch mal 30 Kilometer mitgelaufen. Zum Fitnessstudio habe ich für alles Mögliche benutzt und war auch mit zufrieden. Was erstmal der größte Unterschied ist zwischen jetzt gerade dieser Apple Watch 5 oder alles, was keine Ultra ist, ist, die Garmin hat Dualband-GPS, also hat das beste GPS, was es soweit gibt. Jetzt vielleicht gibt es auch noch was Besseres, aber das ist so mit der Goldstandard. Und dieses Dualband-GPS gibt es auch in der Apple Watch Ultra 2. Aber da muss man halt diese 800 bis 1000 Euro zahlen. Und die normale Variante von der Apple Watch hat das nicht. Und ich hätte gerne oder ich wollte auch gerne in meiner neuen Uhr das bessere, das genauere GPS-Modul haben. Das kann man hier sogar genau einstellen, welches benutzt werden soll, weil das eine natürlich energieintensiver als das andere ist. Ich habe das immer hier auf das Beste eingestellt, weil ja, ob der jetzt 4 oder 5 Tage hält, der Akku oder 4,5, ist mir auch egal. Das ist so der erste große Unterschied. Wenn man halt eine Apple Watch Ultra will, dann sind die, glaube ich, genau gleich, weil sie Dualband haben. Vielleicht gibt es noch Unterschiede, kleine, aber im Endeffekt haben beide das Dualband-GPS. Bei dieser Uhr hier, wenn ich eine Sporteinheit starten will, dann muss ich quasi die Uhr auf die Krone klicken. Im besten Fall habe ich schon ein Widget hier drauf, dann habe ich da das Sport-Widget. Übrigens ist die Uhr jetzt hier schon 15 Minuten gesperrt, ich kann sie gar nicht mehr benutzen, weil ich ständig irgendwas drücke. Und bei der Garmin-Uhr sind es im Endeffekt 3, 4 Knöpfe. Also ich drücke oben rechts auf den Button drauf, dann öffnet sich hier die Sporteinheit, die ist im besten Fall schon oben auf Laufen. Dann bin ich bei Laufen, dann sucht er das GPS-Signal, was er jetzt natürlich gerade nicht findet, weil ich in der Wohnung bin. Und dann, wenn er das gefunden hat, klicke ich auf Go und dann geht's los. Und ich muss immer nur diesen Knopf drücken. Ich muss auch nichts mit dem Display machen, gar nichts. Und bei der Apple Watch ist das halt ein bisschen anders. Da gibt es auch gar nicht diese GPS-Suche. Aber hier sieht man halt, diese Uhr ist halt für Sport ausgelegt. Das tatsächlich bei der Ultra gibt es auch diesen Button, den man links dann steuern kann. Und das kann man dort auch einstellen. Aber hier habe ich viel mehr haptische Rückmeldung. Und theoretisch kann man auch über die Vibration das Hören oder Spüren, das habe ich hier, glaube ich, auch ausgestellt, sowohl den Ton als auch die Vibration, sodass man hier wirklich ein klares Feedback hat, ob es jetzt losgeht oder nicht. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Du kannst teilweise ein bisschen die Displays bei der Apple Watch anpassen für eine Sporteinheit. Also sagen wir jetzt mal Laufen, Fahrradfahren. Es gibt auch schon vorgefertigte Sachen und du kannst sie dir ein bisschen individuell anpassen. Das ist mit dem aktuellen WatchOS, ich glaube, wie gesagt, das ist 9, mit der neuesten Variante, also wir sind jetzt hier im Juni 2024, kann man das schon deutlich besser anpassen als bei alten Varianten. Aber bei der Garmin Watch kann man wirklich alles Mögliche anpassen. Also du kannst genau sagen, wie viele Watches du haben willst. Also ich öffne hier jetzt nochmal eine Sporteinheit und starte die jetzt einfach mal. Hier sieht man das, hier ist jetzt zum Beispiel ein erstes Display und dann kann ich hier noch sagen, hier ist jetzt das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte. Also da kann ich alles Mögliche einstellen. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Maximum gibt. Und ich kann jedes davon mir genau so gestalten, wie ich das will. Mit allen möglichen Widgets, mit einer Anzeige, mit 5 Anzeigen. Also ich kann da wirklich sehr, sehr viel einstellen. Und bei der Apple Watch ist das beschränkt. Also es war für mich immer so, ja, ist okay, ist ausreichend. Ich hatte dann auch immer noch zum Laufen diese App iSmooth Run lange Zeit, bis zum letzten Apple-Update, weil dann war es für mich auch in Ordnung. Mit iSmooth Run konnte man auch sehr viel individuell gestalten, aber die hat halt extra Geld gekostet. Wenn man dann noch mehr Faces haben wollte, musste man die Pro-Version holen. Die hat dann jeden Monat Geld gekostet. Und hier hat man wirklich die freie Auswahl. So, löschen wir mal die Sporteinheit. Also das ist wirklich auch ein sehr großer Unterschied, gerade für Leute, die dann sehr auf ihren Sport achten. Etwas, was nicht direkt mit der Uhr zu tun hat, sondern mit den Systemen. Also die Apple Watch hat halt diese Watch-App, die mir aber an sich keine Informationen gibt. Es gibt noch Apple Health und alles, was ich in der Apple Watch habe, geht an Apple Health und dann gibt Apple Health mir diese Informationen aus. Aber das ist eher, also Apple Health ist für mich eine der geilsten
Apps, die es gibt, weil dort alles gespeichert wird, aber Apple hat nicht so richtig eine Anzeige, was, also man kann nicht so super viel mit den Daten anfangen, weil es wenige Auswertungen gibt. Also wenn man das jetzt mit einem Whoop-Armband vergleicht oder mit der Athletics-App, dann gibt es da einfach, also kann man da nicht so viel mit anfangen. Es ist halt nicht so ein Daily Overview, heute hast du einen Schlafscore von X und dies und das, sondern es ist halt, es hat alle Daten, aber nutzt sie nicht zur Auswertung. Und Garmin hat halt diese Garmin Connect App und dort werden sehr viele Daten angezeigt. Gerade als ich die Uhr auch gekauft habe, gab es ein paar Tage vorher von Garmin ein ganz großes Update. Manche finden das doof, ich kannte halt die alte App nicht, ich bin recht zufrieden damit und da gibt Garmin mir ganz viele Werte an. Ich finde die Auswertung bei Whoop und bei Athletics immer noch besser. Es wird auch noch ein einzelnes Video zum Vergleich von Garmin und dem Whoop-Armband geben. Aber Garmin liefert mir hier schon sehr viele Infos und vor allem, wo Garmin drauf achtet, also hier geht es halt immer um Sport am Ende und Garmin achtet halt auf den Schlaf. Es gibt, also man soll im besten Fall die Uhr nachts tragen. Das habe ich 2 Wochen lang gemacht Vergleich zum Whoop-Armband mit dem Schlafmessung und so. Ich finde das gut, das funktioniert. Die Daten sind ein bisschen anders als bei Whoop. Ich finde die Daten sind auch anders als bei der Apple Watch. Ich finde sie auch, also sie kommen näher an das Whoop als an die Apple Watch von den Schlafphasen und so. Und das finde ich auch realistischer als das, was die Apple Watch ausgibt, weil das, was die Apple Watch sagt, demnach würde ich einfach kaum Tiefschlaf und so haben, was ich nicht glaube. Auf jeden Fall liefert mir Garmin da einfach viel, viel mehr Informationen. Garmin nutzt vor allem diese Schlafdaten, um mein Training mir besser, also mir mehr Infos zum Training zu geben, wie ich trainieren soll. Aber auf jeden Fall bekomme ich diese Daten und auch noch mehr Daten. Und das finde ich sehr schön. Jetzt kann man natürlich sagen, wer die Apple Watch hat, der kann sich noch diese Athletics-App kaufen für ungefähr 30, 32 Euro im Jahr. Da habe ich auch ein ausführliches Video zu vor kurzem veröffentlicht. Der kann sich das mal anschauen. Es sind halt nochmal weitere Kosten im Jahr. Das geht alles über, in Klammern, Umwege. Aber Garmin liefert das in gewissen Teilen schon einfach mit dem Kunden. Nochmal kurz zum Erholungsscore oder zu der Apple Watch. Zur Garmin Watch. Wenn man die nachts nicht trägt, dann habe ich das Gefühl, dass dieser Body Score immer wieder auf 100 hochgeht. Also man hat so eine Battery und die geht dann auf 100 wieder hoch, ist mein Gefühl. Wenn man die halt dann nachts trägt, dann kann er das ein bisschen genauer sagen. Ich trage die Uhr aber nicht mehr nachts, das war nur für eine Testphase, bei mir ist sie zu groß dafür, aber mir war die Apple Watch auch zu unangenehm dafür. Also mit dem Whoop mache ich das gerne, das mache ich schon seit 2 Jahren, aber das finde ich einfach unangenehm. Obwohl die beiden von der Dicke sind die sogar tatsächlich ungefähr gleich dick. Und das Display ist ein bisschen größer bei der Garmin-Uhr. Aber im Vergleich zur Apple Watch Ultra ist die Garmin-Uhr deutlich leichter. Also hier, die sind ungefähr gleich leicht. Also sie ist sehr, sehr leicht, die Garmin-Uhr. Ich finde sie wirklich sehr angenehm leicht. Und die Apple Watch Ultra ist deutlich dicker. Ich habe die auch umgehabt im Apple Store. Und ich habe auch hier bei der Apple Watch schon die kleinere Variante, weil ich so dünne Armgelenke habe. Das hier ist noch angenehm, das geht noch bei der Garmin-Uhr. Die Apple Watch Ultra war mir persönlich auch einfach zu dick, zu massiv, weshalb ich sie mir auch nicht holen wollte. Eine Sache, die mich wirklich immer ein bisschen gestört hat bei der Apple Watch, ist die Verbindung mit einem Brustgurt. Weil gerade wenn man ja ein bisschen, in Klammern, professioneller oder genauer trainieren will, dann ist natürlich der Brustgurt immer die bessere Alternative. Also ich finde immer noch, auch bei der Apple Watch und auch bei der Garmin, das Tracking des Pulses über die Uhr immer noch vollkommen ausreichend in der Regel. Aber manchmal macht man ja bestimmte Einheiten, wo man dann schon sehr genau nach Puls trainieren möchte und so. Oder manchmal möchte man auch einfach das checken, wie genau das jetzt ist und man bei einer Einheit genau im Blick behalten. Und dann brauche ich halt einen Pulsgurt. Und bei der Apple Watch wusste ich nie, ob dieser Pulsgurt jetzt verbunden ist oder nicht. Es gibt einen Trick, ich werde das Video da oben einbinden, wie man nachträglich sieht, welche Quelle Apple benutzt hat, um den Puls zu messen. Das heißt, nachträglich kann ich es nachvollziehen, aber nicht live in dem Moment. Und ein Grund dafür ist, dass die Bluetooth-Geräte dieses energiesparende Bluetooth nutzen und die Apple Watch dann immer sagt, ja, das Gerät ist gerade nicht verbunden. Das stimmt aber gar nicht, weil es verbindet sich immer nur in dem Moment,
wo es Daten übertragen muss. Und bei der Garmin zeigt er mir halt trotzdem immer an, das Gerät ist verbunden. Außerdem, wenn ich eine Sporteinheit starten möchte, also ich drücke hier schon drauf und dann ist sie in dem Vorbereitungsmodus quasi und dann verbinde ich den Brustgurt und dann sagt er an, dein Brustgurt ist verbunden. Also das sieht man hier deutlicher. Leider während der Trainingseinheit sehe ich jetzt nicht auf der Uhr in dem Trainingssetup, dass er sich jetzt weiterhin verbunden hat. Dafür müsste ich dann in die Settings gehen, gucken, ob das weiter verbunden ist. Das hätte ich mir noch gewünscht, dass ich jederzeit quasi so eine Brustgurt-Anzeige oder sowas sehe. Das gibt es leider nicht, aber es ist schon mal deutlich angenehmer als bei der Apple Watch, wo ich immer im Argen gelassen wurde, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Nicht alles ist bei der Apple Watch schlechter. Zum Beispiel hat die Apple Watch die Funktion, Sporteinheiten automatisch zu erkennen. Bei meiner Series 5 ist das zum Beispiel Spazieren. Bei der Series 9 ist das sogar Fahrradfahren, vielleicht noch andere Einheiten. Also Laufen auf jeden Fall. So. Und sogar das Whoop erkennt automatisch Sporteinheiten, wenn man länger als 15 Minuten einen erhöhten Puls hat. Bei der Apple Watch ist das für mich immer noch Premium, weil der, glaube ich, auch so durch die Bewegung das erkennt. Und meistens so nach einem Kilometer spazieren gehen, sagt er, hier Brudi, du bist doch am Spazieren, willst du das nicht messen? Und wenn ich sage, ja Brudi, mach mal bitte, dann trackt er sogar nachträglich das, was ich nicht getrackt hatte, was er aber schon dann erkannt hat als den Start. Also es ist für mich der Goldstandard aktuell. Und sogar beim Fahrradfahren geht das, wie gesagt, bei den neueren Uhren. Garmin sagt auch, ja, wir erkennen deine Sporteinheiten automatisch. Und dann habe ich das mal gemacht beim Spazierengehen, habe ich es nicht angemacht, habe einfach gewartet und dann dachte ich so, ja, wo ist es denn jetzt? Wo taucht es denn jetzt auf? Garmin, das hättet ihr auch einfach sein lassen können, wirklich. Also es gibt halt so einen Kalender in der Garmin Connect App, habe ich noch nie benutzt. Und wenn man da spazieren war für einen längeren Zeitraum, ich glaube auch so 10, 15 Minuten, dann irgendwann im Laufe des Tages speichert er das dort ab und sagt, hier, du warst spazieren. Aber die Daten landen nicht in Apple Health und das ist ja eigentlich das Wichtige. Und ich habe sie auch nicht als klassische Trainingseinheit, sondern sie ist in diesem Kalender drin. Ich kann gar nichts damit anfangen. Also das hätte man sich auch sparen können, diese Funktion, ich weiß nicht. Vielleicht hilft es am Ende dem Algorithmus ein bisschen mehr oder irgendwas trägt er dann noch irgendwo ein. Aber für mich persönlich, dann dachte ich so, ja, okay. Das war für mich wirklich so einer der Punkte, wo ich so dachte, das ärgert mich richtig. Also das ist so ein Punkt, neben dem man keine Sprachnotizen aufnehmen können, aber das kann ich ja noch verkraften, weil das ist ja keine Smartwatch, aber das hier ist eine Sportwatch und er kann das nicht automatisch erkennen und dann als Sporteinheit speichern oder so fragen, hey, willst du nicht die Sporteinheit starten? Garmin, hier bitte, bitte, bitte nachlegen, weil das ist für mich so eine der größten Negativpunkte, die mich wirklich ärgert. Was es auch nicht aktuell gibt, ist die Funktion des Vorhofflimmerns erkennen. Bin ich jetzt wahrscheinlich kein Kandidat für, der jetzt morgen Vorhofflimmern bekommt, aber es gibt einem immer so ein kleines Gefühl von Sicherheit, dass die Apple Watch das ja erkennt, wenn ich mal ein Problem mit meinem Herzen habe. Und ich glaube, die Garmin Watch erkennt, wenn ich einen sehr erhöhten und einen sehr niedrigen Puls habe, aber nicht, wenn er irgendwie was erkennt. Also es gibt quasi keine EKG-Funktion. Ich kann auch bei der Apple Watch, was ich wirklich auch manchmal benutze, klickst du EKG-Funktion, dann hältst du an der Krone fest, wartest 30 Sekunden, dann misst er auch in meinen Augen viel genauer den Puls und gibt dir an, ob dein Rhythmus vom Herzen gut ist. Und das siehst du auch so. Du siehst auch den Schlag, da kannst du dir in Klammern den Arztbesuch sparen, das ist jetzt übertrieben, aber gibt dir schon mal zusätzliche Indikatoren und Ärzte benutzen das auch und sagen, ja, zeig mal her, weil oft, wenn du ein Herzstolpern oder so hattest, dann gehst du zum Arzt und der sagt, ja, ich sehe hier nichts. Und dann sagst du aber, hier, guck mal, ich habe hier ein EKG mit meiner Apple Watch gemacht, hier kannst du das sehen, da war das Herzstolpern und das sieht er dann oder sie sieht das dann. Und es gibt wohl auf manchen Geräten, also zum Beispiel auf der Phoenix 7 in den USA, gibt es jetzt schon diese EKG-Funktion, aber in Europa gibt es sie halt noch nicht, außer über Umwege. Und auf der Garmin Forerunner 965 gibt es das noch gar nicht. Und ja, fände ich schön, wenn das irgendwie nochmal nachträglich geliefert wird. Ist jetzt kein Muss, aber da denke ich mir so, ja, ist eine coole Funktion, also eine sehr coole Funktion, die Apple hat, die Garmin nicht hat. Und gerade für ältere Leute würde ich dann sogar sagen, ja, geht dann lieber zur Apple Watch, weil da habt ihr die Vorhofflimmern-Funktion. Wir haben eben schon mal kurz über den Brustgurt geredet oder ein bisschen länger über den Brustgurt geredet und wir kommen nochmal zu der Verbindung von Geräten. Also ich nutze seit längerer Zeit den Wahoo Kicker, das ist so ein Rollentrainer, also wo man dann
in der Wohnung Fahrrad fahren kann und das kann man dann mit bestimmten Apps verbinden und dann erkennen die das und dann kann man quasi virtuell Fahrrad fahren und du kannst dann über die App auch einfach die Stärke einstellen von dem Rollentrainer, dass du mehr Widerstand hast, dann siehst du, wie viel Watt du trittst und kannst sagen, ich möchte genau 100 Watt treten etc. Und man kann auch diese ganzen Sachen verbinden mit der Apple Watch, dann erkennt er, wie viel Watt man tritt und so. Und ich habe auch so zwei Konnektoren, die mir einmal anzeigen, wie schnell ich fahre und wie meine Kadenz ist, also die Trittfrequenz. Und das hat die Garmin-Uhr relativ schnell erkannt, gesagt, hier, das und das trackst du doch, willst du das nicht verbinden? Ja, will ich. Aber was dann das Highlight war, dann kannst du auf der Garmin-Watch einen FTP-Test starten, also quasi so ein bisschen herausfinden, wie stark du bist, wie gut du bist beim Fahrradfahren. Und dann hat er angefangen, meinen Wahoo-Kicker zu steuern. Da dachte ich so, hey, das ist ja cool, meine Uhr steuert den Wahoo-Kicker. Und dann habe ich später noch herausgefunden, dass ich auch manuell die Stärke, den Widerstand des Rollentrainers einstellen kann. Und das fand ich richtig cool. Also ist jetzt nicht so, dass ich denke so, wow, das ist jetzt ein Pflichtfeature, aber da dachte ich so, hey, mega cool. Da habe ich direkt meinem Kumpel geschrieben, meinte so, hey, das kann ich über die Garmin Watch steuern. Das hat mir sehr gut gefallen, das fand ich echt mega nice und wollte ich hier nochmal erwähnen. Ein weiterer Punkt, und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende, ist das Thema Trainingsplan. Auf der Apple Watch gibt es keine Trainingspläne. Es gibt ja diese App Trainingspeak. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es... Ich glaube, dafür gibt es auch eine Apple Watch App. Habe ich aber nie benutzt. Die Garmin hat aber erstmal kann man die Trainingspeak-App mit verbinden, die dann halt Geld kostet oder der Trainingsplan kostet Geld. Kann man draufladen, dann hat man da alles. Aber Garmin hat auch eine eigene Trainingsplan-App und man kann da bestimmt auch seine eigenen Trainings und so erstellen. Das habe ich alles nicht ausprobiert. Aber zum Beispiel habe ich in der Garmin-App jetzt mal ausprobiert und gesagt, hey, ich möchte einen Halbmarathon in einer gewissen Zeit laufen. Erstell mir mal einen Trainingsplan. Und das hat er gemacht. Dann kann man sich irgendwie 2, 3 Trainer aussuchen. Ich kann eigentlich generell, auch wenn ich den Halbmarathon gelaufen bin, nicht viel zu der Qualität sagen. Ich kann euch am Ende sagen, ob ich die Rundenzeit geschafft habe oder nicht. Ich habe aber auch eine sehr ambitionierte Zeit angegeben. Ich mache im Moment diesen Trainingsplan. Aber es ist einfach cool, es ist in der App drinne und was sehr cool ist, ist zum Beispiel irgendwie steht Laufen an und dann kann ich aber auch auswählen, hey, auf dem Laufband, also ich starte zum Beispiel Laufbahntraining, dann sagt er, willst du dein Training starten? Ich starte das normale Laufen, dann sagt er, willst du dein Training starten? Und das finde ich eine sehr coole Integration und das zeigt dann halt mal wieder, dass Garmin einfach eine Sportuhr ist und die Apple Watch halt nicht, weil die halt so eine Trainingsplanfunktion einfach nicht besitzt, nicht nativ besitzt. Und es hat auch jetzt bis zur aktuellen OS Watch Generation gedauert, also bis zu dem System-Update, dass man dann auch mal bestimmte Sachen einstellen konnte, dass man nach Plan laufen möchte. Das ging die letzten 7 Jahre gar nicht. Und das geht halt bei Garmin sehr, sehr gut und das ist wirklich, wirklich nice. Und ich kann dann auch sagen, hey, irgendwie wenn eigentlich morgen mein Training ansteht, dann wähle ich hier nicht Laufen aus, sondern Trainingsplan und dann sage ich hier, ich möchte das Training jetzt schon starten. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mich ein bisschen geärgert hat, hatte einen langen Lauf und 2 Tage später einen kurzen Lauf. Und dann habe ich mich irgendwann während des Laufens gewundert und dachte so, ich bekomme hier gar keine Mitteilung. Also wenn ich zum Beispiel nach Trainingsplan laufe, das ist im Moment nach Tempo, dann sagt er mir immer, in welcher Range ich bin. Und wenn ich dann zu langsam oder zu schnell laufe, dann vibriert die Uhr und sagt mir, bip, 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 du bist zu schnell, bip, 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 du bist zu langsam. Und irgendwann habe ich gedacht, Fabian, du bist eigentlich irgendwie ein bisschen langsam gefühlt unterwegs. Und gucke so und denkst so, ja, das ist eigentlich nicht im Trainingsplan. Und merke, oh, der Trainingsplan ist gar nicht angegangen, aber heute ist ja Trainingsplan angesagt. Also heute ist Training laut Plan angesagt. Und dann hat er einfach das Training nicht gestartet. Und dann hat er auch nicht gesagt, ja, du bist ja, bist ja gelaufen, das matcht den Trainingsplan, das füge ich dir jetzt hinzu oder willst du das hinzufügen? Sondern dann habe ich einfach das Training nicht abgeschlossen, was ich dann sehr ärgerlich fand. Und plötzlich war auch für eine halbe Stunde mein Training am Mittwoch weg, was mich noch viel mehr geärgert hat, weil es der lange Lauf war. Das war aber dann plötzlich wieder drinne, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber da sieht man auch, dass so Garmin mal so Fehler hat. Natürlich können wir jetzt sagen, Fabian, du hast den Fehler am Freitag da irgendwie gemacht, weil du bist gelaufen und hast das Training nicht gestartet. Am Mittwoch habe ich es aber zu 100% gestartet, es war ja dann auch wieder da. Aber dann war ich schon so in meinem Automatismus, so ja, der macht das automatisch, Training, und dann war es halt nicht da. Aber an sich ist die Funktion einfach mega cool, weiß ich sehr zu schätzen und ist jetzt schon quasi immer im Einsatz, die Funktion.
Und das hatte ich in der Form einfach vorher nicht. Auch die Anzeige finde ich sehr, sehr nice, wo er mir dann zeigt, ob ich da in der Range gerade bin oder nicht. Und da hatte ich auch immer ein Problem. Es gab auch ein paar Apps für die Apple Watch, die mir, oder auch die, mittlerweile hat die Apple Watch das auch integriert, dass ich sagen kann, ich möchte in einer gewissen Zone trainieren, also zum Beispiel 120 bis 130 Schläge pro Minute. Aber die Vibration von der Apple Watch war da einfach zu niedrig. Also ich habe das Vibrieren nicht so doll gespürt. Und das, vorhin habe ich das als Kritikpunkt gesagt, dass manchmal die Vibration ein bisschen zu schwach, also dass ich es nicht einstellen kann und sie da manchmal zu stark ist. Aber hier ist sie halt genau richtig, weil ich es halt immer spüre. Und gerade wenn man ein bisschen kaputt schon ist, dann kann es auch mal sein, dass der Körper die Vibration einfach nicht mehr so wahrnimmt wie am Anfang eines Trainings oder wenn man so fokussiert ist. Von daher, das ist einfach sehr gut gemacht. Einen Punkt habe ich tatsächlich noch, und zwar, als ich die Uhr bekommen habe, war ich dann quasi direkt danach im Urlaub. Also ich glaube, ich habe meine ersten Läufe nicht draußen gemacht, sondern auf dem Laufband, weil ich im Urlaub nur auf dem Laufband laufen konnte. Und ich bin ab und zu mal auch mit der Apple Watch auf dem Laufband gelaufen und die Genauigkeit der Apple Watch war sehr gut. Also es stand immer fast dasselbe da wie auf dem Laufband. Und ohne, dass ich was eingestellt habe. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich die Apple Watch ja dann schon jahrelang benutzt habe und mir auch da nie Gedanken drum gemacht habe. Und die Garmin-Uhr hatte ich halt vorher nie benutzt. Und dann habe ich angefangen, auf dem Laufband zu laufen. Und dann musste ich auch zu Beginn so einen Kalibrierungslauf machen. Und dann habe ich das eingestellt und hat es beim ersten Training auch funktioniert. Und beim zweiten Training und auch die 3, 4 danach war ich immer total, also relativ off von dem, also weit weg von dem, was ich gelaufen bin. Ich habe es ja auf dem Laufband gesehen, keine Ahnung, 6-Minuten-Pace und auf der Uhr sagt dann immer, du bist zu schnell und hat dann immer gemeckert und dann sagt er mir, ja, dein Training war schlecht, weil du warst zu schnell und dann dachte ich mir, nee, das stimmt doch gar nicht, das Laufband wird ja schon recht haben. Was aber cool ist, man kann immer nachträglich sagen, ja, ich möchte das jetzt kalibrieren, ich möchte die echten Daten eingeben, die im Laufband standen und dann ist es ein bisschen besser geworden. Garmin sagt auch, dass er die Daten von echten Läufen nimmt, also Outdoor-Läufen, um dann zu erkennen, wie man läuft. Also wie man so quasi, manche laufen ja dann so und manche laufen vielleicht so. Aber am Ende misst er das ja über das GPS und nicht, wie ich meine Hände bewege. Aber bei dem Laufband kann er es ja nur über meine Hände bewegen. Also auch immer, wenn ich dann kurz was getrunken habe, war dann natürlich die Geschwindigkeit bei null. Was ja auch nicht schlimm ist, was ja logisch ist. Aber er konnte nicht sofort erkennen anhand meiner Laufbewegung, wie gut ich war. Also er war jetzt nicht komplett so irgendwie, ich bin 5 Kilometer gelaufen, er war bei 3, aber da war schon ein bisschen Unterschied, sodass es dann gerade, als ich nach dem Plan gelaufen bin, er halt immer gemeckert hat. Das müsste ich jetzt im Langzeittest nochmal schauen, wenn ich die Uhr ein halbes Jahr habe, wie genau der dann ist. Ich werde vielleicht, oder ich gehe auch mal von aus, irgendwann wird nochmal ein zweites Video kommen mit einem, also der Test ist jetzt schon lang gewesen, ich habe glaube ich ja die Uhr jetzt mindestens 4 Wochen im Einsatz und hatte schon so viele Daten, also das Video geht ja bestimmt irgendwie 30 bis 45 Minuten locker, dass ich jetzt erstmal auch sagen würde, okay, jetzt kommt erstmal ein Video und im Zweifel bringe ich nochmal eine zweite Version raus und referenziere dann dieses Video. Von daher, da werden bestimmt nochmal so ein paar Punkte kommen. Aber jetzt auch zum Fazit. Es ist anders als die Garmin-Uhr, gerade die Garmin Forerunner 965, die ich hier getestet habe oder die ich mir gekauft habe, ist anders als die Apple Watch. Beide haben ihre Stärken und Schwächen. Ich bin echt sehr zufrieden. Wie gesagt, so 2, 3 Punkte. Ich kann keine Sprachnotizen mehr aufnehmen. Das war der erste Punkt. Und was war der zweite, den ich hier gerade hatte? Genau, das automatische Erkennen des Spazierens. Das sind so für mich die Sachen, wo ich sage, das ärgert mich, dass das nicht geht. Aber ist jetzt nun mal so, ich bin zufrieden mit meinem Kauf. Ich werde nicht wieder erstmal zurückgehen zu Apple. Und ja, das ist eigentlich ein kurzes Fazit eines langen Videos.